Das hier ist der kleine Biggie. Ein Omniraptor, der ganz alleine hier unterwegs ist. Auf der neuen Insel Gateway. Der Regen sieht echt schön aus. Dürfte aber gerade am Morgen sein, also wir sollten jetzt hier nicht gleich Nachteinbruch oder so bekommen. Ja, 10 Uhr morgens ist es. Ist halt immer schwer einzuschätzen, wenn es regnet. Aber wir brauchen dringend Food. Ich glaube, Food ist ein Problem. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen am Ufer entlang rennen und hoffen, dass wir dann gleich was erschnuppern können. Ich werde mal hier riechen. Wir sind halt schon in so einem Migrationsgebiet. Ich glaube, der Regen hört so langsam auf. Wir sind auch mitten hier im Dschungel. Aber das Essen müsste irgendwo hier liegen. Nicht mehr weit weg von uns. Oh, das ist ein Gallimimus. Vielleicht kriegen wir da auch noch die Organe raus. Das wäre natürlich super. Ich weiß halt gar nicht, inwiefern das funktioniert, wenn das AI ist. Ja, das ist leider nur ein normales Stück Fleisch. Aber werde ich trotzdem essen. Versuche aber noch weiter den Brustkorb aufzukriegen. Ich dauere es einfach nur, weil ich so klein bin. Ne, leider kriege ich da keine Organe raus. Schade, schade. Naja, dann essen wir den so. Ist auch okay. So, dann sind wir auch vollgefuttert. Das war schon mal sehr gut. Und dann würde ich fast sagen, dass wir mal Richtung Süden gehen. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber ich werde mal diesen Weg hier einfach folgen. Mal schauen, wo es da hingeht. Ich kenne ja die Map auch noch so gut wie gar nicht. Das ist schon echt cool, dass hier auch so Pfützen liegen, wenn es geregnet hat. Ich glaube, die gehen auch gleich wieder weg, weil die Sonne rauskommt. Das Wettersystem und diese ganzen Effekte gefallen mir richtig gut. Bringt echt Atmosphäre ins Spiel. Gott, wo sind wir denn hier gleich? Gleich einfach auf einem riesigen Berg drauf. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, hier hochzugehen, aber jetzt, wo wir schon so weit oben sind, würde ich auch gerne mal ganz nach oben gehen. Einfach um eine Aussicht zu haben. Vielleicht können wir dann auch mal ein bisschen uns einen Überblick über die Karte verschaffen. Oh, guckt mal. Jetzt hat man echt einen guten Überblick. Hier einfach mal ein Nest bauen oder so, das wäre krass. So als Pteranodon ist das bestimmt cool hier oben. Ah, krass. Boah, die Aussicht. Jetzt noch die Sonne rauskommen würde. Jetzt müssen wir hier nur wieder runterkommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger als hochkommen. Hier müssen wir nur einmal abrutschen, ist vorbei. Hier sieht doch ganz gut aus. Und da wir bald trinken müssen, werde ich mich auf jeden Fall mal da in Richtung Flüsse bewegen. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Knochenbruch wäre jetzt wirklich nicht gut. Aber ich möchte eigentlich auch nochmal hier nach links, weil ich glaube, da links war noch so eine Menschenstation, die ich mir gerne mal angucken würde. Ja genau, hier unten der Zaun. Ich weiß halt nicht, ob da noch irgendwas ist. Oder ob das nur ein Zaun ist. Aber es ist gerade wieder echt gefährlich.
Sieht ja auch krass aus, ne? Oh nein. Nicht irgendwo stuck sein, bitte. Ja, guck mal, hier unten ist sogar noch mehr, was Menschenstationen angeht. Da können wir auch einmal vorsichtig runtergehen. Der kleine Raptor bricht sich ja nicht so schnell die Beine, wollte ich gerade sagen. Natürlich, wenn ich da so abrutsche, ist nicht gut. Ach Mist. Das gibt's da nicht. Aber hier wollte ich hin, zu dem Tor. Ich humpel mal da schnell hin. Hier ist so ein offenes Tor, was auch echt verrostet ist. Und hier ist sogar so ein Eingang. Sieht schon alles echt cool aus. Ah, hier geht's leider nicht weiter. Okay, schade. Dachte, hier können wir in so einen dunklen Tunnel oder so rein. Das wäre cool gewesen. Aber dann würde ich sagen, humpeln wir mal kurz hier in das Tor rein, was da uns da noch so erwartet. Okay, hier scheint erstmal nur Natur zu sein. Deswegen werde ich mich vermutlich jetzt erstmal gleich ausruhen. Ja, man muss echt aufpassen auf dieser Karte, weil es so viele Höhenunterschiede gibt. Und Klippen gibt es halt hier auch super, super viele. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich glaube, ich werde hier noch oft durch Fallschaden sterben und auch mir die Haxen brechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber selbst wenn ich hier jetzt so die Straße runtergehen, muss ich halt aufpassen. Überall sind halt Klippen. Ein falscher Schritt, dann ist vorbei. Hier ist ein Wasserfall. Das ist doch ein gutes Zeichen. Da sollte es doch Trinken geben. Oh, guck mal. Wie schön. Ich werde mal schauen, ob ich hier eine bessere Stelle am Ufer finde. Ach, die Seite hier ist blöd, woher ich komme. Ich glaube, ich muss da mal rüberschwimmen. Wobei, hier geht's sogar. Boah, das ist aber ja ein Riesenwasserfall. Auch wieder ein richtig schöner Spot. Und hier gibt's auch ein Schlammloch. Sehr praktisch, weil es gerade Nacht wird. Dann können wir gleich den Schlamm auf dem Körper drauf lassen, dann sind wir besser getarnt. Man sieht nur noch die blauen Augen. Dürfen wir halt jetzt nicht mehr ins Wasser gehen. Dann schreit ein Tenno. Aber es wird höchstwahrscheinlich wieder AI sein. Die letzten Sonnenstrahlen. Ich glaube, wir sind schon ganz gut gewachsen. Da hinten kommen die ganzen Schreie her. Vielleicht sollte ich hier mal runtergehen. Dann in die Richtung auch gehen. Vielleicht finden wir ja dort irgendwie was. Guck mal, hier ist Salzstein. Ist halt gut, wenn man sich übergeben hat. Was man hier nicht alles findet. Oh, ich glaube, wir gehen jetzt in den Sumpf rein. Ist auf jeden Fall wieder ein anderes Biom. Ich glaube, wir müssen hier gleich schwimmen. Also der Schlamm wird gleich abgewaschen. Aber machen wir es einfach. So auffällig sind wir ja nicht von der Farbe. Das passt schon. Und der Magen ist leer.
Ich glaube, das wird wieder ein Hungertod. Das gibt's doch gar nicht. Letzte Folge auf dieser Karte auch schon. Also da hatten wir echt Struggle. Aber ich muss ja auch jedes Mal Fleischfresser spielen, ne? Typisch. Das sieht leider gar nicht gut aus. Wenn wir jetzt nicht gleich was erschnuppern, dann war es das mit uns, glaube ich. Ich halte das halt auch nicht mehr aus, so langsam zu gehen. Aber ich weiß halt, wenn ich jetzt Ausdauer verbrauche, ist es halt schlimmer, als wenn ich es nicht tun würde. Ach, keine Ahnung. Aber ich will jetzt in einen anderen Bereich kommen, um dort nochmal zu riechen. Die Serverlags werden leider auch gerade ein bisschen schlimmer. Bitte lass hier einfach irgendeine kleine Leiche sein, dass wir keinen Schaden mehr kriegen. Komm schon. Oh, da ist Fleisch. Los geht's. Kannst du doch noch schaffen. Das ist sogar eine Diät. Umso besser. Ich renne jetzt auch einfach straight hin. Wenn die Ausdauer leer ist, ist sie leer. Wenn da jetzt halt was anderes ist, haben wir Pech gehabt. Oh mein Gott, ist eine große Leiche. Gott sei Dank. Wir sind gerettet. Ich glaube, das ist ein Teno oder so. Wir werden jetzt einfach direkt uns komplett vollfressen. Ist mir auch egal, ob wir dann dreimal diese Pünktchen da haben. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dreimal Pünktchen. Das geht schon. Ach, von dem neuen Ausdauersystem bin ich, glaube ich, kein Fan. Also das bringt einen halt noch mehr in die Bredouille, als man eh immer schon war. Dann kann man noch weniger an diese Spots gehen, wo nicht viel los ist. Wenn man halt dieses Ausdauerproblem zusätzlich noch hat. Ich stelle mir das auch im Kämpfen irgendwie komisch vor. Das heißt, wenn man im Kampf einmal seine Ausdauer verbraucht, hat man gar keine Chance mehr, die zu regenerieren. Oh Gott sei Dank, die Sonne geht wieder auf. Die Nacht ist hier aber auch wirklich schlimm. Zum Glück nicht so lang. Also die kommt mir zumindest nicht so ultra lang vor. Aber sie ist sehr dunkel, sag ich mal. Und es ist immer irgendwie ein Überlebenskampf. Irgendwie verhungere ich immer bei Nacht. Auch wieder eine schöne Gegend hier. Ich liebe das mit diesem Nebel im Hintergrund. Ich mach mal kurz hier so eine Aufnahme. Hier war halt vorhin noch irgendein Fleischfresser, glaube ich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann springen sollte ich nicht zu viel. Aber Ausdauer ist wieder voll, das passt. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal hin. Versuchen wir mal auszuchecken, was davon AI ist und was Spieler. Ich würde ja gerne kämpfen. Unsere Farbe ist halt auch super hier für die Gegend. Sind echt gut getarnt. Das ist doch AI, oder? Ja, safe. Der hier auch. Oh, müssen wir aufpassen. Teno kommt. Okay, das wäre auch eine Diät. Könnten wir denn jetzt hier Gedärme rausholen? Ich glaube, das geht halt nicht. Ja, aber es wäre halt auch zu krass, wenn man das könnte. Ne. Aber das ist jetzt, glaube ich, alles AI, oder? Ja, das ist halt safe AI. Oh, der Galli auch. Ja, woran erkenne ich denn dann richtige Spieler? Kein Plan. Oha. Oha. Krass, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, oder sind das doch richtige Spieler? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, man unterschätzt dann halt auch viele. Ihr müsst mich da auf jeden Fall aufklären, wie das genau funktioniert, dieses System. Und wie man da irgendwas erkennt. Oh Gott.
Wir bluten. Der war wirklich an der doofen Stelle, kam der gerade. Ich renne erstmal hier hoch. Oh, da ist eine Leiche. Ich hab ein Leck. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott, ich lebe. Oh, es war ein Mega-Lag. Eieieiei. Ich denke, hier sind wir erstmal safe. Ich hoffe es zumindest. Erstmal wieder erholen. Da unten läuft der. Na, ich hätte gern gegen den gefightet, aber halt nicht so, wenn ich so überrascht bin, nicht so viel Ausdauer habe. Und ich war ja auch noch angeschlagen. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Wir werden es sehen. Die Blutung heilt schon mal wieder, das ist gut. Wir hauen mal ab. Sicher, sicher. War schön weit hoch auf dem Berg. Wir müssen uns halt bald wieder um Essen und Trinken kümmern. Ich brauche erstmal wieder volle Ausdauer. Also das Ausdauersystem finde ich halt echt nicht so cool, muss ich sagen. Gerade als so kleinerer Dino bist du halt super von der Ausdauer abhängig. Und wenn du dann viel verbrauchst, was ja gerne mal vorkommt, wenn du flüchtest, dann musst du halt ewig warten, bis es wieder aufgeladen ist. Das ist halt schon krass. Das fand ich vorher echt ein bisschen besser. Ich mag es ja eh nicht, wenn ich immer so ewig warten muss. Und dadurch muss man halt immer noch viel, viel mehr warten und kann viel weniger rennen. Ich fand das schon im Alten ganz gut gelöst. Na, ich denke mal, hier oben haben wir erstmal nichts mehr zu befürchten. Können wir erstmal auf Ausdauer regen. Sehen zwar nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass der hier hochkommt. Das wäre schon krass. So, die Ausdauer ist wieder voll. Oh Gott, mit Regenbogen. Es ist ja wunderschön. Das ist ja gerade richtig nice. Wow. Das ist ja so cool. Ach, come on. Das ist nicht dein Ernst. Oh nein, ich hab doch gerade schon so lange gewartet und ich verdurste vor Hunger wieder. Jetzt bricht er sich bei so einem kleinen Sprung die Haxen. Ich fass es nicht. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass er sich da die Beine bricht. Ach, Raptorlein. Warum machst du denn sowas? Ja, das heißt, noch mal ein bisschen hier die Optik genießen. Warum nicht? Meint ihr, wir finden am Ende des Regenbogens was Tolles? Sollen wir da mal hingehen? Endet ja direkt hier vorne. Müssen halt aufpassen, dass der Cerato nicht noch irgendwo hier rumgammelt. Aber ich muss halt jetzt auch bald trinken und essen. Ja, essen sehr, sehr dringend. Trinken ist ja nicht das Problem.
Nordsee haben wir ja hier. Aber find erstmal was zu futtern hier. Kämpfen ist halt gerade auch nicht so geil, ne? Die Diäten sind auch gleich weg. Ich werde auch jetzt erstmal schnell was trinken. Oder? Den drücken wir schön ins Wasser. Da haben wir ihn. Ey, weh, wir können ihn jetzt nicht essen. Okay, wir können ihn rausziehen, Gott sei Dank. Sehr, sehr gut. Öffnen wir mal den Brustkorb. Dann holen wir uns da mal gleich die Organe raus. Das hier ist eine Lunge. Müssen halt noch kurz warten eigentlich. Weil wir halt noch die Diäten da voll haben. Das glaube ich das Herz. Ne, das ist das Herz, oder? Dann ist das andere der Magen wahrscheinlich. Das ist der andere Lungenflügel. Und das ist der Darm. Das heißt, wir trinken eben. Dann sind die Diäten auch wieder resettet und dann fressen wir uns voll. Dann sind wir wieder perfekt am Start. Das Trinken klappt schon wieder nicht. Man muss irgendwie immer gucken, dass da steht E to drink, sonst ist es verbuggt. Jetzt geht's hoffentlich. So richtig hoch geht's gerade nicht, ne? Ne, es geht runter. Egal, dann essen wir erst. So, erstmal ein bisschen Lungenflügel. Ah, das ist das Symbol, okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht überfressen. Perfekt. Das hier dürfte das Herz sein. Genau, das ist das S. Aber wir brauchen ja gar nicht alle drei verschiedenen. Wir müssen ja gar nicht mehr wachsen. Ich glaube, dann kann ich sogar mit dem Lungenflügel noch das andere voll machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Zweimal diese Pünktchen und einmal das S. Ist, glaube ich, ganz nice. Aber der Kano war halt wie gerufen. Das ist ja richtig perfekt. So, die Diäten sind voll. Ich glaube, dann kann ich jetzt die Organe auch einfach schlucken, ne? Genau, dann ist der Magen fast voll. Das geht schön schnell. Jetzt essen wir nochmal den letzten Hapsen. So, perfekt. Jetzt noch voll trinken. Dann können wir hier verschwinden. Ich hoffe einfach mal, dass kein Croc jetzt hier ist und uns beobachtet. Ach, so gefällt mir das. Jetzt können wir hier uns erstmal nochmal irgendwo hinlegen und ausruhen. Ich würde halt gerne einmal wieder volles Leben haben, weil ich glaube, das reckt im Laufen nicht so gut. Oh nein, ich bin rübergejumpt. Das ist ein Trodon, glaube ich. Mist. Oh, hier ist auch ein Croc. Nehmen wir mal hier noch ein Stückchen. Den nehmen wir mal ein bisschen weg vom Wasser. Sicher, sicher. Dann essen wir uns nochmal voll. Hatte ich ja gerade richtig Glück, ne?
Hier ist halt wirklich ein Croc im Wasser. Ich war halt Ewigkeiten da am Wasser, dass ich meine Diät und sowas da gesnackt habe. Oh, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ich hoffe einfach mal, dass das Croc hier jetzt gerade nicht ist. Müssen wir mal gucken, dass der Text da steht, sonst funktioniert das immer nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie flach das hier ist. Ist immer ganz cool, wenn man selber mal Croc gespielt hat. Und dann kann man die Gewässer von unten halt besser einschätzen. Und dann weiß man halt auch die Spots, wo man trinken kann. Es geht gerade wieder gar nicht hoch, das Wasser. Das funktioniert nicht. Warum? Ich will jetzt hier nicht ewig trinken eigentlich. Jetzt geht's. Okay, perfekt. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das Wasser ist zum Glück sehr, sehr groß. Es ist unwahrscheinlich, dass das Croc gerade hier ist. Ich glaube, die Stelle hier ist auch ein bisschen flacher. Ich weiß es aber nicht. So, wir sind voll. Perfekt. Und jetzt gehen wir mal da hoch. Auch ein krasser Ort hier. Oh, das sieht überall so cool aus. Die ist so wunderschön, diese neue Map. Ich hoffe nur, dass wir gleich hier auch irgendwie andere Dinos treffen. Also starken Regen hatten wir, glaube ich, noch nie. Aber gefällt mir gut. Als ob da einfach so eine Mountain Goat oben drauf sitzt. Ich glaube, das ist sogar ein Reh, das ist gar keine Ziege. Ja, das ist ein Reh. Oh, es hat sich einfach schlafen gelegt. Ja, gut. Nehmen wir dich mal kurz ein Stück mit. Ah, nee, du bist zu schwer. Okay. Dann essen wir dich hier. Ist mir auch egal, welche Diät du hast. Ich glaube, 2 Striche hast du, glaube ich. Die passen bei uns nicht ins Schema, aber wir essen dich trotzdem, damit der Magen voll ist. Das ist doch schon wieder so ein AI-Täne, oder? Geh trotzdem mal ran. Der blutet auch schon. Und der rennt halt weg. Ich weiß halt nicht, wann die angreifen und so. Ist halt eine blöde Stelle hier, da oben auf der Schrägen. Der wehrt sich halt nicht mal. Ich verbrauche halt so viel Ausdauer, das ist halt nicht worth it. Wenn jetzt was anderes kommt, dann ist halt vorbei, ne? Also anspringen ist echt nicht gut. Es dauert halt wieder ewig, bis ich das regge. Wie viel Ausdauer ich verbrauche. Ich bin gleich einfach komplett leer. Ah, ist umgedreht, okay. Ja, der muss doch jetzt mal down gehen. Das kann doch nicht sein. Ob der so viel aushält. Ich weiß, da hinten reinzubeißen ist jetzt nicht so strong, aber wenn ich vorhin gelaufen bin, ist er mal weggedreht. Jetzt geh doch mal down. Das ist ja voll die Waste of Time und Energy.
Ja, keine Ausdauer mehr. Hat sich ja richtig gelohnt. Setze ich mich mal hier hin und hoffe, dass er noch down geht. Ansonsten habe ich einfach nur Zeit verschwendet. Ja, ich saß jetzt 3 Minuten rum. Es hat exakt 3 Minuten gedauert, bis die Ausdauer wieder komplett voll war. Und er ist nicht gestorben. Ich habe ihn hier noch beobachtet. Also wenn jetzt nicht hier irgendwo die Leiche liegt, dann ist es nicht worth, diese Dinger zu jagen als Raptor. Dann sollte man lieber auf die Gullies oder so gehen. Aber ich weiß auch persönlich nicht, was ich davon halten soll, dass die AI halt genau die Tiere sind, die es auch im Spiel gibt. Oder die Dinos, die es im Spiel gibt. Das ist irgendwie... Ich finde das zu verwirrend. Also ich nehme halt keinen Theno mehr richtig ernst, kein Gully mehr richtig ernst. Wenn dann mal ein Spieler auf mich zukommt, der wird mich halt total überraschen. All die Zeit und Arbeit für nix. Was ist hier vorne? Oh Gott, ich muss hier weg. Oh Gott. Die Animation hat ewig gedauert. Ich wollte ihn halt einfach nur anspringen eigentlich. Und dann habe ich ihn auf den Boden gedrückt. Und dann war ich einfach komplett selber gestunt, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und dann konnten die mich halt easy hauen. Bin fast gestorben. Hab's aber überlebt. Aber ich glaube, das war ein Spieler. Was ist das denn? Guck mal, das ist ein Croc. Ich kann's sehen. Wie witzig ist das denn? Willst du mal baiten? Was bemerkt mich nicht? Jetzt hat's mich gesehen. Ich sehe dich. Oh, wie witzig. Na, kleiner Krokomann? Was ist los? Jetzt will ich nicht mehr. Genug gespielt. Das sind ein bisschen viele Thenos leider, ne? Und ich bin 1 HP. Warte mal, ich spring mal auf den Felsen, wenn das geht. Die greifen den Stego an. War das Rompachi bei? Aber das heißt, der Stego? War das jetzt ein Spieler? Ich glaube nicht, oder? Der Pachi ist jetzt oben auf dem Felsen. Ich werde halt draufgehen jetzt bei dem Move, aber ich spiele schon so lange, ist jetzt auch schon spät. Oh yeah. Wie sie hinterher schwimmen, geil. Aber ich darf jetzt halt erstmal wieder jahrelang Ausdauer ringen. Das ist echt anstrengend, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Gefällt mir nicht. Das ist alles so... Das bremst alles so aus, diese ganzen Kämpfe und so. Ich hoffe, das ändern die nochmal, wenn das dann richtig rauskommt. Also es ist lieber so, wie beim Alten ist. Ah, schön, die Sonne geht wieder auf. Oh. Ups. Deswegen habe ich jetzt gewartet. Nein. Okay, das war ja übelst doof. Ich habe mich da einfach AFK hingesetzt, gewartet, bis meine Ausdauer wieder hoch ist und meine Blutung weg ist. Und jetzt bin ich einfach gestorben. Ja, kann man machen, nix. Ach, wie ärgerlich. Also ich muss sagen, das mit der Ausdauer, das neue System, das gefällt mir gar nicht. Ja, es war halt wirklich viel Wartezeit immer. Und ich konnte die ganze Zeit immer nur gehen, weil ich halt nicht sprinten wollte. Na, es hat alles ein bisschen ausgebremst, aber die Map ist wunderschön. Es macht echt Spaß, mal auf einer neuen Map zu spielen. Und falls euch das Ganze gefallen haben sollte, dann lasst gerne mal ein Like da.
Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.